kommen in letzter Zeit immer öfter Nachrichten nach dem Motto: Wow, krass, Leo, bei dir sieht man ja schon die ersten Erfolge. Oder echt heftig, wie du dein Ding durchziehst. Oder ganz ehrlich, einen Respekt dafür, dass du so das machst, was du wirklich im Leben möchtest. Und das freut mich natürlich. Aber wisst ihr, was ich mir genauso denke? Denken wir nicht alle viel zu klein? Wir sehen doch die ganze berufliche Sache so. Auf der einen Seite gibt es irgendeine Sache, auf die wir keinen Bock haben. Entweder das ist die Schule, die Ausbildung, Studium, irgendein Beruf, den wir nur wegen dem Geld machen. Und auf der anderen Seite ist unsere Leidenschaft, irgendwie, wie wir aus unserem Hobby unseren Beruf machen können. Und dass das ganze Spiel darin besteht, aus dieser Ecke in diese Ecke zu kommen. Und wir behandeln das Ganze so, als wäre hier der Start und hier das Ende. Aber hast du dir schon mal überlegt, dass hier erst der Start ist? Dass wir hier nicht am Start sind, sondern dass wir hier neben der Startbahn stehen und hier erst auf der Startbahn? Denn wenn wir das machen, was wir richtig machen wollen, wenn wir unser Ding machen, dann kann es doch erst richtig losgehen. Und davor geht es nur darum, unseren Jet von neben der Startbahn auf die Startbahn zu bringen. Uns in die Position zu bringen, wo wir richtig, richtig Gas geben können. Denn dieser Schritt von hier nach hier ist für so viele so eine große Sache. Und natürlich ist es ein bedeutender Punkt, eine bedeutende Entwicklung. Aber wie lange dauert dieser Schritt? Ein Jahr? Zwei Jahre? Drei Jahre? Von mir aus 5 Jahre. Und wenn deine Situation richtig, richtig verzwickt ist, dann von mir aus 10 Jahre. Aber was passiert in 20? Was passiert in 30? Was passiert in 40? Was passiert in 50 Jahren? Hast du dir schon mal überlegt, dass wenn du dich gesund ernährst, du auf dich aufpasst, dir nichts passiert und sich die Medizin so weiterentwickelt, wie sie es bisher getan, dass du noch 100 Jahre leben kannst? Und hast du die Frage gestellt, wenn du die Sache machst, wenn du die Sache machst, die du richtig gut kannst und die du richtig gerne tust und weil du sie so gerne tust, sie noch mehr machst und auch noch besser wirst, wenn du diese eine Sache über ein ganzes Jahrhundert lang machst, hast du schon mal gefragt, was du da erreichen kannst, was du da schaffen kannst? Überleg's dir bitte jetzt. Die eine Sache, die dein Ding ist. Wenn du das über ein Jahrhundert lang machst, was kann da am Ende rauskommen? Was ist dein Maximum? Wisst ihr, wir denken immer, wir denken groß, aber wir denken klein. Unser Ziel ist es, von hier nach hier zu kommen, aber wir realisieren nicht, dass hier es überhaupt erst losgeht. Deswegen bitte denk nicht groß, sondern denk mal maximal. Was ist das Maximum, was du rausholen kannst? Was ist das Maximal, was du aus deinem Bereich rausholen kannst? Was du aus deiner Bestimmung rausholen kannst? Was du aus deinem Leben rausholen kannst? Was ist dein Maximum? Wisst ihr, wir schaffen das hier gar nicht. Und damit meine ich nicht, dass wir es nicht schaffen umzusetzen, sondern wir schaffen es auch nicht mal drüber nachzudenken. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, das schaffe ich nicht. Wir denken nicht mal drüber nach. Weil wir so limitiert in unserer Vorstellungskraft sind und wir denken, wenn wir diesen Schritt gemacht haben, dann ist das schon alles. Und natürlich ist der bedeutend, aber hier geht es erst los. Verstehst du, dass es hier erst losgeht? Du hast es nicht geschafft, wenn du dein eigenes Business gegründet hast. Da geht's erst los. Du hast es nicht geschafft, wenn du vom Schauspiel leben kannst. Da geht's erst los. Und du hast es nicht geschafft, wenn du ein erfolgreicher Sänger bist. Da geht's erst los. Und deswegen meine Frage. Wenn du diese Sache über ein ganzes Jahrhundert machst. Wenn du deine Sache über ein ganzes Jahrhundert machst. Überleg dir jetzt bitte, was ist da dein Limit? Und ich möchte von dir, dass du genau dieses Limit, was du jetzt in deinem Kopf hast, diese absolut maximale Forschung, ich möchte von dir, dass du diese umsetzt. Und wenn du da angekommen bist, dann will ich, dass du dir anschaust, ob das wirklich das Limit ist. Und jetzt tut mir noch einen Gefallen. Mach aus dir selbst und deinem Leben.